Seid ihr auch auf der Suche nach einer coolen Geschenkidee zu Ostern? Wie wär's mit unseren bemalten Eiern? Die habe ich gebartigt. Ich zeig euch, wie es geht. Let's go! So, als erstes nehmen wir uns hier jetzt ein bisschen Küchenkrepp. Dann packen wir damit unsere gekochten Eier ein und fangen an, das Ganze mit Lebensmittelfarbe zu bemalen. Dann habe ich Essig mit Wasser gemischt und das Papier damit angesprüht, damit es schön verläuft. Sonst kriegen wir ja unseren Batik-Look nicht so hin. Dann habe ich das Ganze trocknen lassen und die Eier ausgepackt. Dann packen wir das Ganze mit einer personalisierten Würze in ein Osterkörbchen. Auf diese könnt ihr übrigens 10% mit dem Code Ostern10 sparen. Sieht schon ziemlich nice aus, muss ich sagen. Ist echt cool geworden.